Ja, Bruno Tanner, also SFSer ganz, Senioren für Senioren, was genau ist das? Senioren für Senioren ganz, das ist ein Verein, der 2013 gegründet worden ist. Respektive die Gründungsversammlung war dann 2014 im Januar gewesen. Das geht darauf zurück auf das Altersleitbild, das die Gemeinde Sagans 2011 erstellt hat. Und nachher ist eine Alterskommission gegründet worden und ich bin ein Mitglied von der Alterskommission. In diesem Altersleitbild hat es verschiedene Sachen, die für die Alten wichtig sind. Und unter anderem ist auch ein Punkt drauf, dass es eine Organisation gibt, die so niederschwellige Arbeiten macht bei älteren Leuten. Und ich habe das am Jungseniorentag der Gemeinde Sagans vorgestellt, meine Idee. Und habe dann gefragt, ob jemand mir spontan helfe, so einen Verein zu gründen. Und dann haben sich 5 Herren gemeldet. Wir haben dann auch noch eine Frau gesucht. Und in verschiedenen Sitzungen haben wir Statuten gemacht, wir haben das Betriebsreglement gemacht, wir haben Vorschriften für die Helfer gemacht. Und haben dann im Januar 2014 haben wir gestartet mit der Gründungsversammlung. Da sind 90 Leute gekommen an die Gründungsversammlung und wir haben am Abend schon 35 Mitglieder in diesem Verein. Wahnsinn, du, Bruno, da hat mir so ein bisschen erstaunt, gell? Also, du hast gesagt, Männer, meistens sind es immer Frauen, die so etwas machen. Das ist etwas Spezielles, he? Ja, es dunkt mich auch speziell und ich bin noch ein bisschen erstaunt. Die Frauen sagen immer, sie werden nicht einbezogen, aber wenn sie sich selber melden, kommen sie gleich nicht. Ja. Das ist etwas, was mich wirklich erstaunt hat. Und ich hatte auch Mühe. Also, wir haben dann die Posten, die der Verein vergeben hat. Wir haben den Präsidenten, wir haben den Kassier und wir haben eine Aktuarin, um die Posten zu vergeben. Das ist auch nicht so ganz einfach über die Bühne gegangen. Vor allem haben wir keine Aktuarin gehabt. Hoi, hoi. Und wir haben dann eigentlich in den letzten Minuten haben wir fast vor der Gründungsversammlung haben wir dann noch eine Frau gefunden, die ja gesagt hat, dass sie den Posten will übernehmen will. Hey, was machen die so? Jetzt vorher hatten wir gerade so ein Referat gehabt, gell? Also, es ist um Seideraupen gegangen, von Peking bis Quinten. Wir kennen ja die Seideraupenzucht. Also, ein sehr gut besuchtes Referat. Also, es sind immer so viele Leute dabei. Also heute sind jetzt, sind Zuschauer meistens noch oder vielfach noch mehr. Also sind jetzt 55 Leute gewesen heute. Wir haben jeden Monat einen Mittagstisch im Hotel Post. Da kommen so 30 bis 50 Leute kommen da, gehen zum Mittagessen. Wir haben jeden Monat eben so eine Veranstaltung. Heute haben wir jetzt so einen Lichtbildervortrag gehabt. Wir haben im nächsten Monat, in einem Monat gehen wir auf Appenzell den Hauptort anschauen und Besuch im Appenzeller Alpenbitter und in einer Kräutersalzherstellung. Wir gehen im Juli auf das Reiser Joch. Heula. Malbun. Im August haben wir einen Grillnachmittag und im September gehen wir auf den Karren, Dornbirnkarren. Im Oktober gehen wir auf Rattenberg Glasbläserei anschauen. Du, das ist das reinste Reisebüro, hell? Ja, das sind wir, ja, bald, ja. Du bleibst im Beruf irgendwie treu, gell? Bahnhofvorstand, ja, Reisen, ja, gell? Genau, ja. Ja, also ich tue schon gerne Sachen organisieren, das liebt mir eigentlich recht gut. Jetzt bist du pensioniert, Pensionist im Unruhezustand. Ist schön, dass es etwas gibt, oder? Ja, also ich könnte auch nicht sein, einfach nur im Ruhestand. Also das sehe ich nicht. Und ich sehe dann auch, dass einfach eben gerade solche Sachen müssen doch ein bisschen mehr gemacht werden. Der Verein macht, das ist der eine Punkt von dem Verein, soziale Kontakt fördern. Jawohl. Ein anderer Punkt ist, dass man
Hilfe leistet älteren Leuten, dass sie möglichst lang in der gewohnten Umgebung bleiben können. Also kochen, bügeln, Rasen mähen. Also wir haben uns müssen absprechen mit, es gibt ja verschiedene Anbieter. Ja. Pro Senektute, denen überlassen wir Sachen, die längere Zeit gehen und die wirklich regelmässig gemacht werden müssen. Im Haushalt zum Beispiel. Ja. Und wir machen viel Rasenmähen, Gärten machen und einfach so, sagen wir, Frühlingsputzen mal. Einfach eben solche Sachen, die die Leute vielleicht nicht mehr den Großteil nur allein machen, aber nicht immer alles machen können. Ein Briefchen schreiben? Das haben wir eigentlich auch im Angebot, aber es ist noch nie gefragt worden. Du, wenn man jetzt etwas möchte von eurer Dienstleistung, dann wendet man sich an euch und dann tun ihr das vermitteln. Also tun dann schauen, wo ihr die beste Hilfskraft überkommt, oder? Jawohl, wir haben bei der Anmeldung der Mitglieder, die können ankreuzeln, ob sie Helfer sein wollen. Jawohl. Oder einfach sonst. Und dann tun wir die Fragen, was könnt ihr machen, was ist eure Fähigkeit. Aha, ja. Und wir haben eine Vermittlungsstelle, wir betreiben eine Vermittlungsstelle. Die ist jeden Dienstag und Donnerstag Vormittag vom 9 Uhr bis 11 Uhr ist bedient, das Telefon. Und in der übrigen Zeit, wenn jemand gerade rum ist, dann wird es auch abgenommen. Oder sonst ist ein Beantworter drauf, wo man dann zurückrufen kann, wenn jemand Hilfe will oder auch sonst etwas fragt. Aber eben, gell, Vermittlung heisst es nicht im rechtlichen Sinn, sondern eben Arbeiter vermitteln. Jemand braucht etwas, ihr könnt eine Dienstleistung anbieten. So, jawohl, oder? Jawohl. Das, und dann dasjenige, es sind drei Personen, die diese Vermittlungsstelle betreiben. Die tun im 10-Tages-Turnus sie abwechseln. Ja. Und die suchen dann, wenn irgendjemand nachfragt nach jemandem, der kommt, vielleicht gerade Fenster putzen. Dann hat die eine Liste oder die Person. Bruno, hast du auch schon Fenster geputzt? Nein, ich habe mich da noch gar nie eingesetzt, aktiv. Ich bin noch ein bisschen der Organisator. Ah, da braucht es auch, gell? Ja. Die Dienstleistungen sind natürlich nicht ganz gratis, oder nehme ich an? Nein, wir haben hier einen Tarif. Wir haben für Haus- und Gartenarbeiten verlangen wir 15 Franken in der Stunde. Und für Begleitungen oder Gesellschaft leisten oder ist es 10 Franken pro Stunde. Und dann kriegen die dann einen Sack über, was sie gemacht haben? Jawohl, die Bezahlung geht direkt von dem, der die Hilfe bekommen hat, der die Leistung bekommen hat, direkt an Leistenden. Jetzt haben wir auch einen Vortrag, gell, demnächst mal. Wir haben am 16. Mai am Abend einen Vortrag. Generationenbeziehungen im Wandel. Ja. Da haben wir als Referent eine ganz grosse Persönlichkeit in dieser Sache können verpflichten. Der Herr Professor Höpflinger von der Universität Zürich. Der ist schon jahrelang in der Forschung von Generationenproblemen, auch von Pflege. Er hat auch die Anzahl Betten, die in einer Gemeinde nötig sind für Altersheim und für Pflegeheim, ist er auch dran gewesen an der Bestimmung von dem. Und das hat jetzt in der letzten Zeit natürlich einen grösseren Wandel gegeben, weil die Gesellschaft, eben vor allem die 68, sogenannte 68er Generation, hat andere Lebensformen eigentlich braucht. Eben, es geht auch ums Wohnen im Alter, ums Arbeiten im Alter. Und er wird in dem Vortrag wird er über solche Sachen referieren. Er ist auch ein sehr unterhaltsamer Referent. Das ist also nicht einfach nur ein Da Schnur. Muss man Mitglied sein, um gehen können. Nein, das ist ein öffentlicher Vortrag. Das ist sehr schmal, dass wir von unserem Verein aus etwas für die Öffentlichkeit machen. Er richtet sich auch nicht nur an die Alten, sondern auch an Mittelalterliche oder sogar an Junge, wenn sie Interesse haben an diesen
Fragen, an diesen Generationen Fragen. Wir blenden das Datum und die Adresse ein. Jetzt Brunner noch eine allerletzte Frage. Bei uns daheim ist meine Großmutter bis 93 bei uns daheim gewesen, mein Vater auch so. Ist das irgendwie die neue Art, dass man probiert, vielleicht ältere Leute zusammen eben mit verschiedenen Generationen im Haus wieder daheim zu haben? Ja, da, also das Wohnen ist in allen Formen. Also es geht in erster Linie darum, dass sie können möglichst lange die Heise und nicht in ein Heim gehen. Also in der gewohnten Umgebung können sie sein. Das wünschen wir uns alle, gell, irgendwie. Ja, ja genau. Also, die Entwicklung hat ja gezeigt, das durchschnittliche Eintrittsalter in Heim ist jetzt ungefähr 84 Jahre. Und die Aufenthaltsdauer in den Heim verkürzt sich natürlich dann auch durch das. Die Altersheime sind, müssen heute ganz anders geführt werden als vorher. Das sind im Prinzip sind das fast alles schon Pflegeheime, einfach für tiefere Stufen. Bruno, die allerletzte Frage. Wir sind beide im Pensionsalter. Ich ganz knapp und du schon ein bisschen länger. Was ist so dein grösster Wunsch? Ja, also mein Wunsch ist, dass ich möglichst lange noch aktiv sein und auch im Dienst von anderen Leuten sein, weil das macht Freude, das gibt Befriedigung und das wäre mein Wunsch, dass ich das noch möglichst lang könnte machen.